Der Ehrenpreis des Jahres 2014 geht in eine Region, die nicht unbedingt zu den allerersten Gegenden für gute Weine zählt, auf die britischen Inseln. Nun, vielleicht braucht es ja die Insellage und ein bisschen Distanz, um so sachkundig und so überzeugend über Wein zu urteilen, wie es der tut, für den dieser Preis quasi erfunden wurde. Sein Name ist Hugh Johnson. Und mal ehrlich, wer hat diesen Mann nicht schon um seinen Beruf beneidet? Johnson ist Weinkenner, Weinautor mit Millionenauflage, Weinpapst, aber immer zuallererst Genießer. In gut 5 Jahrzehnten hat der Brite, der erst kürzlich seinen 75. Geburtstag feiern konnte, immer wieder bewiesen, dass zur Aufgabe eines Botschafters für Qualität viel mehr gehört als nur eine, übrigens legendär, feine Zunge. Johnson sieht sich als Wegbereiter, als Vermittler und wenn es sein muss, auch als Kämpfer für die Kultur des Weines. Er hat jungen Winzern ihren Platz auf der großen Bühne verschafft und die großen Meister gefeiert. Aber wenn etwa eine geplante Autobahnbrücke über die Mosel die einzigartige Qualität der Rieslinglagen dort bedroht, dann ergreift der charmante Brite Partei und findet auch deutliche Worte, um die Tradition des Weinbaus zu verteidigen. Hugh Johnson ist der Mann, der Erste, dem die Ehre gebührt, der Wine Award of Honor des Jahres 2014.